Ja, schönen guten Morgen. Es ist kurz nach 7 Uhr auf dem Flughafen in Pokhara. Und wir werden nicht mit einem von diesen schönen großen Mopeds heute abheben, sondern mit diesen ganz kleinen, süßen, schnuckligen Ultraleichtflugzeugen. Es wird bestimmt ein riesen Spaß. Hier ist der Hangar der Company. Und ja, jetzt gibt es bestimmt die Safety Instructions und dann geht es ja schon los.
höckisch. Also, der andere aus Russland hat den Nick auch wieder sicher auf die Erde zugebracht. Ja, hat er. Lass uns mal bitte dann noch ein Foto mit dem Band machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ah, geil. Okay. War eine super Idee. Super, also wirklich. Mächtig gewaltig, Igor. Ja. Ja, mächtig gewaltig. So, thank you, my friend. Dankeschön. Dankeschön. Super. Wir kommen wieder! Damit uns auch jeder glaubt, dass wir heute geflogen sind, ne? Und nicht unsere Stuntmen. Ja. Die Doubles. Die Doubles, genau. Haben wir natürlich auch offiziell Urkunden erhalten. Mr. Nick Strasse. Ja. Aus Teltow. Deutschland. Immer hat der einen Rotz. Ja. Auf jedem Video von dir putzt du dir die Nase. Wir waren auf 3000 Metern. 2,8 hat er mir gezeigt. Also 2,8? 2,8. Okay, ich wollte gerade schon mal nachfragen. Also wir waren auf 2800 Metern mit diesem Ultraleichtflugzeug. 2,1, 2,8 ist ja immer, hat ja immer gependelt. Ja. Also vielleicht waren wir so ja mal kurzzeitig auf 3, aber er hat mir den Höhenmesser gezeigt. Okay, sehr cool. Und ja, war ein Traum. War ein Traum, ja? Für $310. Ja, das war es cool. Wert. Das wert. Man macht es ja nicht so oft. Nee, macht man ja na, nicht. Vielleicht morgen nochmal. Ne? Ja, morgen ist ja Rafting, dann mal die nächste Rafting. Action. Ah, du darfst nicht alles verraten. Das soll doch hier ein Geheimnis bleiben. Ja, ja. Die Plaudertasche. Die Plaudertasche aus Teltow. Okay. Overnote.